Herzlich willkommen bei Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Nordthailand. Was zeige ich euch im heutigen Video? Also, ich habe jetzt hier die Annie unterm Hintern und hinter mir sitzt der Max. Und hinter uns fährt die Gandana auf dem Catmobil und hat hinten drauf die Sopa. Und wir sind unterwegs nach Merang hoch zum Meow Garden. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Katzenhimmel oder so heißt das. Ich blende euch mal hier oben noch einen Link ein. Und danach waren wir noch beim Meister des Tons und haben dann noch einen Kaffee getrunken. Und das ist einfach ein Video für uns natürlich zur Erinnerung und an den heutigen Tag. Aber auch, wenn jetzt jemand mal hier bei der Sopa im Gästehaus ist, das sind beides Ziele, die sind nicht so schrecklich weit und die kann ich wirklich empfehlen, kann man gut von uns erreichen. Meow Garden, da habe ich die Gandana, die Max und die Sopa hingeschleppt. Und das ist dieser Salar, von dem die mir erzählt haben, dieses Häuschen, was nachträglich gebaut worden ist. Das nutzen die hier für Meditation, für Retreats. Wunderschön oben im Berg. Ein absoluter Traum. Da bin ich jetzt selber noch nicht gewesen. Im Meow Garden war ich schon. Da gibt es auch ein hübsches Video zu. Was sagt der Max? Richtig cool. Ja. Also hier würde ich auch gerne gleich mal mitkommen. Das ist ein absolutes Träumchen. Ne? Das ist unglaublich. Ne? Das ist ja im Arm der Welt. Und was sagt mein Handy? 4G. Ne? Ich immer wieder beeindruckt. So, ich war ja schon hier. Da vorne geht das. Aber der Weg hier ist neu. Also hier wird ja auch immer weiter gebaut, gemacht, getan. Aber was ich hier beim Meow-Garten, beim Katzengarten so toll finde, ist, die machen das hier wirklich. Also das legt sich so in die Natur rein. Ne? Auch ganz viel Bambus ist hier verbaut als natürlicher Baustoff. Warten mal auf die Mädels. Das war das letzte Mal noch im Bau hier. Das war noch gar nicht fertig, als ich hier war. Wir wollen hier, glaube ich, noch ein zweites Haus machen, was sie dann vermieten können. Ist besser im Weg. Ja. Ja. Ich glaube, hier findest du ganz viele Ideen heute für uns. Geht ihr mal vor. Holz, denke ich. Beim letzten Mal bin ich hier hoch und dann darüber. Hier und dann links. Hat die Karp. Und Karp. Erstmal alle rein. Erstmal alle rein und wenn die Tür zu ist, kannst du da aufmachen. Die Schleuse. Das ist eine Schleuse, genau, damit die Katzen nicht weglaufen. Oh oh, miau miau. Ui. Habt ihr hier oben die Wege gesehen? Durch die Bäume? Und wenn man sich hier hinsetzt, dann dauert das keine 3 Minuten, dann hat man so einen Sack voll Katzen auf sich drauf. Hi ihr Süßen, wir kommen euch besuchen. Dürfen wir das? Das sind alles Straßenkatzen aus Bangkok. Mhm.
Guten Tag. Ganana kriegt immer mehr Pipi in den Augen. Oh, also ich habe ein Baby, er was für anfangen. Und guck mal, hier unten läuft immer frisches Wasser, ne? Da unten haben die immer, das wird immer rund gepumpt. Guten Tag. Jo. Hat die Kraft. ตัวนี้ก็แก้วมังกรเนมแก้วมังกรแก้วมังกร Und guck mal, die haben hier auch nur hochwertiges Futter, ne? Weil die Susan hat mir beim letzten Mal erklärt, wenn sie billiges Futter füttert, dann hat sie am Ende mehr Tierarztkosten. Das heißt, die Katzen kriegen hier ordentliches Futter, ne? Guten Tag. Können Sie sich mal gerade vorstellen, bitte? Okay. Verstanden. Melden wir es nicht in Ruhe. Jede Menge Katzentoiletten. Und ein riesen Sandbecken als Toilette. Sehr viel Schatten hier. Also ich glaube, als Katze geht es eigentlich nicht besser zu wohnen. Ne? Alles kleine Prinzessinnen und Könige hier. Auch das hier finde ich total schön gemacht, diese Lehmwände mit den Flaschen drin. Max, holst du mal die Mädels hier hoch? Gibt eine Überraschung. Guck mal hier. Ein Willkommensgetränk haben wir bekommen. Ja, das kostet schon auch Eintritt hier. Ne? Da ist das Willkommensgetränk mit drin. Also musst du es bezahlen gleich. Aber ich sag mal so, das ist ja hier auch für einen guten Zweck. Das ist ja, jetzt hier nicht nur Verzehr von irgendwas, sondern jeder Cent, der hier reinkommt, wird in gutes Futter investiert. Ne? Das ist mit dabei. Wir müssen ja gleich noch ein bisschen bezahlen hier und dann ist das mit dabei. Ich habe keine Ahnung, Max. Aber du wirst es gleich herausfinden. Hm. Was ist das? Also ich weiß, dass die hinten einen riesen Orangengarten haben, aber Orange ist das nicht, ne? Also nehmen wir eine eigene Orangenplantage. Und? Was denn? Zu viel versprochen? Nein. Lass mich Katze gucken. Du wirst dich jetzt hier anketten, nehme ich mal an. Ja. Und nicht mehr weggehen. Nö. Es gibt hier nämlich sogar gutes WLAN. Neben all den Kätzinnen und Katzen gibt es auch einen Drachen im Meerogarten. Hat auch eine Krone auf, ist auch ein König. Also ist ein wirklich, wirklich schöner Platz. Kann ich euch nur empfehlen, Meerogarten, ihr findet den auch bei irgendeinem Buchungsportal, gibt es die auch. Und aber die haben mir erzählt, die sind dieses Jahr total gut ausgebucht gewesen. Also jetzt zumindest mal über die Hauptsaison, über Weihnachten und so. Obwohl das nicht sehr günstig ist. Aber man bezahlt natürlich nicht nur für den wunderschönen, für diesen, wie sagt man denn, für dieses wunderschöne Baumhaus aus Bambus, in dem man dann wohnt. Man zahlt natürlich einfach auch ein bisschen, um diesen Platz zu unterstützen, dass die ihre fantastische Arbeit fortsetzen können. Und ja, das ist ein tolles Baumhaus. Das seht ihr in dem anderen Video, was ich über den Meerogarten gemacht habe. Da war ich auch drin. Heute war das nicht möglich, weil die Gäste hatten. Und auf jeden Fall eine Reise wert, Meerogarten in Mewang. Meister des Tons, so heißt das Video, was ich an dieser Location hier gedreht habe. Das ist vom Meerogarten mal 8-9 Kilometer entfernt. Die genaue Location findet ihr natürlich in dem Video dazu, Meister des Tons.
ein Thailänder, der da ein fantastisches Ding betreibt. Das ist eine Mischung zwischen Bewahrung von Tradition und Handwerk im besten Sinne und Museum natürlich auch. Und die hatten heute ein Fest. Da ist der, sein Vater, glaube ich, 93 geworden oder sowas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, aber einer der Angestellten hat uns rundgeführt, hat uns nochmal ganz viel gezeigt, was ich jetzt alles schon kannte, was ihr vielleicht auch schon kennt, wenn ihr das Video gesehen habt, der Meister des Tons. Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt tun, findet ihr hier auf meinem Kanal, ganz tolle Location. Und was macht dieser Herr da? Der fertigt Tonkrüge, traditionelle Tonkrüge. So, jetzt würde man sagen, naja, so ein Pott aus Ton, was ist daran besonders? Aber die traditionellen Tonkrüge hier, hier sind wir schon auf dem nächsten Weg, da verdunstet das Wasser. Dadurch ist das Wasser in den Krügen immer kühl und dadurch, dass es nicht warm ist, bilden sich keine Bakterien. Und der macht die eben tatsächlich auf die traditionelle Art und Weise, wie die hier seit vielen, vielen hundert Jahren gemacht wird. Auch das ist absolut sehenswert. Und wenn ihr das große Glück habt, wenn er gerade an seiner Töpferscheibe sitzt und arbeitet, dann erklärt er euch das ein oder andere auch. Und er spricht auch sehr, sehr gut Englisch. Ein Sprung, einen Tag zurück. Gestern waren wir auch unterwegs. Gestern waren wir nach Lampoon, weil eigentlich wollte ich bei dem Royal Enfield in Lampoon einen Termin machen. An der Annie ist eine Inspektion fällig und ich hätte gern, dass die mal hinten die Bremsbeläge tauschen und mal nach der Kette gucken. Meiner Meinung nach müsste da eine neue drauf, aber ich bin ja völliger Laie, was das angeht. Naja, da sind wir nach Lampoon gefahren, waren noch ein bisschen auf dem Chatuchak Market. Das ist dieser sehr, sehr schöne, extremst saubere neue Markt in Lampoon. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ganz tolles Ding. Und danach noch im Yamfa Shopping Center. Und ja, haben da nicht viel gemacht. Wir haben Mais gegessen, sind da ein bisschen rumgelaufen, wie das dann so ist. Auf dem Markt haben wir eine Kleinigkeit gegessen und haben uns einfach gut gehen lassen. Und ein paar Kleinigkeiten noch gekauft. So ein paar braucht noch ein Seil, um hier eine Hängematte aufzuhängen. Und dies und das ist ja immer irgendwas. Hat einen schönen Tag. Und ja, das zeige ich euch jetzt auch noch. Da muss ich jetzt die Tage aber nochmal hin, weil Royal Enfield, die hatten zu. Und ich habe dann gesehen, einige Geschäfte hatten noch zu. Gestern war der 1. Januar. Das hier ist dann, oder vorgestern. Also der Tag vor dem Tag, wo das Video hier entstanden ist, ist der 1. Januar gewesen und dann haben halt viele am 2. auch noch zugehabt. Das ist aber nicht schlimm, das ist ja hier vor der Tür. 45 Minuten mit der Annie bin ich da, bin ja gerne mit der Annie unterwegs und das mache ich dann bei Gelegenheit nochmal. Die Dashcam, die ich hier oben auf dem Helm habe, die hat der Lutz mir seinerzeit geschenkt. Erinnert ihr euch an den Lutz? Ich lasse euch nochmal ein Video da, ausgewandert trotz Schlaganfall. Ganz lieber Mensch in Chiang Mai, der, mit dem ich regelmäßig in Kontakt bin. Wir haben eben noch auf Line miteinander geschrieben und der ist da ständig dran, an seinem Haus Dinge umzubauen. Und ja, da muss ich unbedingt nochmal hin nach dem Lutz und nach den großen Hunden gucken. Und das mache ich sicherlich, wenn dann die Gandana mal wieder zu Hause ist und der Max abgereist ist und hier wieder Normalität eingetreten ist, dann muss ich mich unbedingt um den einen oder anderen nochmal kümmern. Eben habe ich noch mit der Josephine telefoniert, die werden wir auch am Samstag nochmal treffen, bevor der Max abfliegt. Da sind wir eh in Chiang Mai, dann ist das nicht so weit. Ja, und so ist halt gerade im Moment einiges. Auch dadurch, dass so Pas Ex-Mann ja verstorben ist, da waren wir vor ein paar Tagen auf der Totenfeier, da ist auch noch einiges zu erledigen. Und ja, so ganz normaler Alltag, den hat man eben hier in Thailand als Auswanderer auch. Gerade wenn man hier auch Familie hat, dann gibt es immer Dinge, die man erledigen muss. Die ganzen Aufnahmen, die ich hier gemacht habe, die lasse ich alle auf doppelter Geschwindigkeit laufen. Also ich bin nicht wirklich so schnell gefahren, aber sonst wäre es mir ein bisschen zu langweilig. Um diese Fähigkeit beneide ich viele Thailänder. Die können irgendwie immer und überall schlafen. Ich fand es großartig, die zwei da auf ihrem Waffelstand oder was auch immer die da verkauft haben. Tief und fest am Schlafen. Ja, also Chatuchak Market, Lampoon, lohnt sich. Tipptopp, guck mal hier, der Fußboden, das ist wie geleckt alles, das ist tipptopp sauber. Und wir hatten Spaß ohne Ende. Ich hatte jetzt noch ein paar Mal Fragen, wieso tragt ihr denn Maske? Wir tragen Maske, weil hier ganz viele Leute Maske tragen. Und wir als Ausländer eh schon auffallen. Da muss ich nicht noch als Nicht-Maskenträger auffallen. Und ich finde die Diskussion mittlerweile wirklich obsolet. Wer Bock hat, eine Maske zu tragen, der trägt halt eine Maske. Wer keinen Bock hat, eine Maske zu tragen, trägt halt keine. Und damit sollte die Nummer endgültig erledigt sein. Lasst mich doch bitte mit in Ruhe mit den Wörtern wie Maulkorb oder sowas. Wir machen das an Plätzen, die sehr belebt sind. Ziehen wir eine Maske an und
Das muss ja niemand machen. Hier in Thailand machen es aber sehr, sehr viele Leute, wie ihr seht. Aber eben auch nicht alle. Das kann jeder für sich entscheiden und damit ist das Thema erledigt. Und in Zukunft werde ich alle Kommentare, die sich da abfällig drüber äußern, einfach kommentarlos löschen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. In diesem Sinne, ich bin raus, macht's gut, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße aus Thailand und ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.